Grüß euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur weiteren Folge The Last Plague Blight mit mir, dem Puxel, und dem lieben Herrn. Ja, ich müsste vielleicht mal einen Namen geben. So, ich trinke hier erstmal ein bisschen, weil ich habe jetzt inzwischen, ja, sagen wir mal, auf unsanfte Art und Weise herausgefunden, dass das Wasser hier gar nicht so gesund ist. Weil wir haben in der letzten Folge, habe ich ja hier angefangen, hier ein bisschen Wasser zu trinken, und das war das Ergebnis. Und davon kriegt er jetzt halt hier Magenschmerzen. Oder solche erleben in dem Fall hier. Ich weiß noch nicht, wie man das bekämpfen kann. Habe ich keine Ahnung. So. Hier ist Matt. Als nächstes, ja, das wollte ich eigentlich gerade sagen. Hier ist Dirt. Hier ist Matt. Das war aber, der Dreck muss also direkt neben dem Wasser hier sein. Habe ich jetzt auch extra nochmal nachgoogeln müssen. Oder beziehungsweise, nachgoogeln klingt falsch. Ich habe es halt eben, übersetzen lassen. Soft Clay Brick. Sculptor Mud Brick. Okay, Moment, Search. Mud Brick, hier ist er. So, jetzt habe ich einen Schlammziegel. Bauen wir noch einen zweiten, wenn wir schon die passende Menge da haben. Laser Mud Brick Kiln. Custom build with. Menü B. Mud Brick Plan. Ja, okay, dafür brauche ich 20 Dinger hier. Wie soll ich denn 20 von diesen Teilen dann in mein Inventar reinstopfen? Aber ich habe hier noch die ganze Zeit Soft Clay. Dirt. Craft with Mud Mortar. Soft Clay und Wasser. Kann ich auch abwerfen. Discard all. So, weil wir brauchen mehr Matt halt einfach so gesehen. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit der Hasenfalle? Haben wir inzwischen die Funny Bunny gefangen? Nö, ich glaube einfach, dass die hier wahrscheinlich nichts bringt. Haben wir denn zur letzten Folge noch einen Hasen gesehen? Hier bei den Steinen hier. Dann lassen wir die doch einfach mal dahin. So. Da rennt schon ein Hase. Jetzt gehen wir weg. Sehen wir es nicht beim Sterben zu. Okay, wir müssen mehr Feuerholz hinzufügen. Also das Feuer insgesamt 8 Stunden hält. Das ist auf jeden Fall die Setting Up Camp Mission. Also müssen wir mal ein bisschen Holz fällen. Das kann wenig dauern. Ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen überspringen soll eigentlich. Na, mach weiter. Ich wollte nur die Kamera drehen. Ich habe nur den falschen Knopf gedrückt. Draußen keine Pause machen. Der Bo wird müde. Okay, solche ist noch da. Suffering Effects. Hunger wird zusehends schlimmer. Kann ich die Pilze irgendwie kochen, wo ich aufgesammelt habe? Da gibt es sogar solche. Ist kontaminiert. Kann ich die kochen vielleicht? Ingredients. Cooking Sovereigns. Can't cook anything useful with these ingredients. Okay. Vielleicht mit Nüssen. Muss jetzt einen Schamanen aufsuchen, damit ihr das alles beibringt. Drop. Nein. Na, Drop wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich wieder ins Inventar zurückholen, das Zeug. Okay, also ich muss irgendwie einen Schamanen suchen. Es kann doch sein, vielleicht ist auch Gordon Ramsay hier irgendwo abgestürzt. Oh, kacke. Ah, ne, der Baum war's. Hab gerade vergessen, welcher Baum es war, aber es war der hier offenbar.
Nicht, wie man da so weit rauszoomen kann eigentlich. Schmeiß das Ding um! So, Hälfte der Arbeit ist getan. Klingt so, als ob wir bald Besuch bekommen würden. Nimm das, Baum! Eine Taste davon! Ich warte mal ganz kurz, bis sie die Auswahl ein bisschen aufgefüllt hat. Was ist eigentlich P? Character Action, Side Down. MS Karte, ein Ding hier, was ist R? Reparieren, okay. B ist Bauen, C ist Ding und. Ja, die Aussage, bis die Nacht einbricht. Hat man hier irgendwo eine Uhrzeit? Sonst würde ich ja gern schauen, aber leider sehe ich halt die Sonne von hier aus und ich kann die Kamera nicht so weit hoch drehen. Naja gut, ich kann es allgemein nicht hoch und runter schwenken. Ein dicker Stamm. Die Maus ist placed down. Hierhin, so. Jetzt hauen wir den kleinen. Aber wo sind sie denn, die Wuffies? Okay, vier Stück. Ich kann das alles tragen. So, vier Stück, das reicht für vier Stunden. Okay, wir brauchen aber nochmals vier. Dass wir die acht Stunden zusammenkriegen. Hätten sehe ich ein bisschen Bewegung. Da rennt doch einer. Da rennt er, wow, wow. Er geht da auf und ab. Er wartet darauf, dass es Nacht wird, dass ich mich hinlege und schlafe. Und dann greift er mich an. Er reißt mich. Schleppt mich in seine Höhle. Und stellt mich seinen Jungs vor. Er lädt mich zu einem Bier ein und wir gucken gemeinsam Fußball. Junge, du musst noch einmal gegenhauen. Okay, zweimal, ich hab gelogen. Hast ja recht, ich hab gelogen. So. Na ja, gut, ob ich den jetzt hier schneide oder da drüben ist im Grunde um Kupfer gekechtelt. Geht die eigentlich auch wieder runter, die Seuche? Wahrscheinlich, wenn ich irgendwelche bestimmten Sachen futtern tue. Was passiert, wenn ich eigentlich komplett verseucht bin? Verwandle ich mich dann in einen Zombie? So, Aufgabe erfüllt. Achso, jetzt ein dickes Feuer hier. All asleep. Ich glaube, nicht schlecht, ich bin sowieso müde. Okay, linke Maus ist zu lie down. Lessonets arise and be about here. You need to sleep about 8. Ja, okay, dann schlafen wir 8 Stunden. Okay, ich fange an, ein bisschen hungrig zu werden. Du bist gut ausgeruht. It's not clear where the blood came from. Okay, also unsere große Aufgabe ist es. The village Akran is a wasteland and doesn't look like there are any parts of civilization in here. Okay, unsere größte Aufgabe ist es, die Säule zu beenden. Ist offenbar letzter Mensch der Welt. Okay, und wir müssen nach Akran hingehen, was inzwischen komplett verlassen ist. Place 4 Medium Posts. Book Raw Rabbit. Schauen wir mal, ob unser Herz inzwischen in der Falle gelandet ist. Oh oh. Hast du mir anders überlegt, da will ich nicht hingehen. Jetzt will ich hingehen.
glaube, die Palle funktioniert nicht vernünftig. Du sollst nicht aufheben, du sollst angucken. Vielleicht muss man irgendwie was reintun. Okay, der wirft den Speer einfach. Okay, verstehe. Warum soll es nicht werfen, Mensch? Wo ist so einen frischen Rehbraten hier? Kann ich irgendwie anschleichen? Hier ist sie auch so hinlegt wie so eine Leiche irgendwie. Kann ich den Wurf irgendwie abbrechen? Tja, ich werde jetzt für den Rest meines Lebens so dastehen. Wile E. Coyote! Au! Das war unfair. Ich würde gerne den anderen Speer noch aufheben. Ich glaube, den habe ich erwischt. Den noch nicht. Ja, du bist doch scheiße. Junge, du bist scheiße. Boah, wie viel sind das jetzt? Das war so er hier. So. Ich glaube, das habe ich ein bisschen verdient. Mit Betonung auf ein bisschen. Hm, brauche ich die Haut? Brauche ich jetzt gerade nicht. Animal. Intestines. Also, okay, man kann hier Wurst machen. Okay. Kann ich noch mehr rausholen? Bevor übrigens die große Frage aufkommt, mir ist übrigens klar, ich habe hier 5 Würste. Das ist mir sonnenklar, dass ich das habe. So. Dann lass das erstmal da. Der Wolf hat schon genug gelitten. Ist durchaus bewusst, dass da 5 Würste in meinem Inventar drin sind. Ich möchte allerdings versuchen, ohne zu überleben, wenn es geht. Oh, ich glaube, die haben sich vermehrt. Wo ist denn mein Lager gerade? Da drüben. Immer Richtung brennendes Feuer hin. Equip Saw, Equip Axe. Das hier wieder ein bisschen Feuerholz nachlegen. Mal sehen. Gefahren sind hier keine. Dann würde ich das erstmal ganz kurz überspringen, bis wir das soweit drin haben. So, das Holz hätte ich jetzt passend parat. Jetzt müssen wir nur noch hier reintun. Feuer frei und dann gibt's Essen. Kann ich den zweiten auch gleich dazu tun? Das geht. Okay, in einer halben Stunde gibt's Essen. Baba. Scheiße, oh, was soll ich hier? Okay. Als nächstes müssen wir ja noch die Bricks da machen. So, jetzt erstmal schön ein. Wir bauen 20 Stück, das heißt 20 Kilo. Wäre doch irgendwie geil, wenn es hier so an der Seite dran stehen würde, wie viel Matt man jetzt insgesamt hat schon. Oder ist es die Menge, die wir haben? 205 Gramm. Weiß wird? Nee. 207? Nee, ist nicht die Menge, tatsächlich. Weil es gerade so die ganze Zeit immer gestiegen ist. Deswegen habe ich gerade gefragt. So, Mob Brick. Ich würde gerne mehrere von denen auf einmal herstellen. Ah, okay, einfach mehrere mal klicken. 9, wir haben jetzt dort wahrscheinlich nicht so viel Platz. Oder? Wo stopft denn der die jetzt hin?
Also wir brauchen insgesamt 20. Aktuell habe ich, naja, 4. Wo hat mir der die jetzt hingetan, die ganzen Bricks? Liegen die einfach jetzt um mich herum? Ja, der hat sie einfach hingelegt da. Nicht genug Platz. Ja, ich weiß. Was soll ich jetzt sagen, wie viele da liegen? Da wäre es irgendwie vorteilhaft, wenn es so wäre wie in, wo war es denn das nochmal? Wie hieß es nochmal? Das eine da ist DayZ ähnliche da. Okay, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, einen habe ich in der Hand. 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt, brauche ich noch 3. Eins, zwei. Okay, warte mal, 11 habe ich jetzt. Jetzt habe ich 12, ich brauche nur 8. Spuren wir ein bisschen vor. Bis dahin fällt mir bestimmt ein, wie das Spiel hieß, was ich meinte. Mann, es fällt mir nicht ein. Halt mal kurz. So, eat one. Yum yum, lecker lecker. Da ging das Essen hoch. Aber ich soll ich leider auch. Ja, manchmal kann ich alles haben. Okay, jetzt würde ich einfach mal den. Jetzt würde ich einfach mal den restlichen Matt alles von Bord schmeißen. Das kann ein bisschen dauern. Scheiße, wie ist denn das Spiel nochmal? Huch. Achso, warte mal. Ein Augenblick mal. Aha. Jetzt kann ich die alle hier aufsammeln und stopfe die dann da rein. Excellent name. Geht wahrscheinlich schneller. Weiß. Ach Mann, wie hieß das Spiel nochmal? Jetzt kommt schon, Leute, sagt mir, wie hieß das Spiel nochmal? Was ich gemeint habe. Ich muss gleich wirklich mal schnell in meine Steam-Liste reingucken. Okay, mit 30 macht das halt eben schnell. Okay, jetzt lassen wir jetzt keine Ruhe. Einen Moment bitte. So, aber jetzt ewig. Oh, Moment, hier war ein Turm, ja. Aber jetzt ewig rumsuchen müssen, bis ich es rausgefunden habe. Und bin die ganze Steam-Seite 10-mal rauf und runter gegangen. Jetzt habe ich wieder Ton. Also ich habe zumindest, ich muss meinen Kopfhörer wieder einschalten. Muss jetzt die Steam und die Bibliothek, bin ich rauf und runter und wieder rauf und runter gegangen. Scum war das Spiel, was ich meinte. Da warst du ein bisschen in dein Inventar so reingegangen und hast halt auch die ganzen Gegenstände aus der Umgebung halt noch mitnehmen können und hast du damit halt craften können. Hm. Weil ich weiß ja nicht, wie ich jetzt hier. Ich meine, vielleicht geht's ja, wenn die hier jetzt so in der Nähe stehe. So hier eigentlich. Medium. Nee, Mudbrick. Ich weiß nicht, wie ich hier. Ich weiß nicht, wie ich hier das jetzt machen kann, wenn die jetzt hier rumliegen. Muss ich die wirklich im Inventar drin haben? Ja, nee, nimmt sie halt immer nur einen. Okay, ist ein bisschen blöd, vor allem wenn man so wenig Platz hat eigentlich. Start Stockpile. Ich weiß ja gar nicht so schlecht, dass man hier so Häufchen machen kann.
Ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Stockpile. Eigentlich wird hier jetzt dann bald alles voll mit nur mit solchen blöden Häufchen hier sein, schätze ich mal stark. Kann ich die eigentlich auch? Kann ich auch stockpilen. So. Noch mehr. Gut, die würde ich wegschmeißen. Die ganzen Pilze hier. Soft Clay. Auch ein Stockpile machen. Ich weiß nicht, halt es irgendwie bescheuert, dass man das so macht. Muss ganz ehrlich sagen. Was ist das hier noch? Sand. Scheibe wirft nur alles bis auf die 100er weg. Kann ich den nicht irgendwie drehen, dass der so quer drin liegt? Okay, mal sehen. Da kommst du hier unten hin, da kommst du hier hin, da kommst du hier hin, du kommst hier hin. Da brauchen wir wieder was zu trinken, langsam mal. Aber gut, schaue ich mal. Habe ich jetzt genügend Platz? Griff. Hier ist auch nur mit einem einzigen hier. Weiß nicht, vielleicht war ja auch irgendwas falsch, kann ja auch sein. Ziehen wir jetzt einfach mal alle rüber, jeden einzelnen hier. Müssen die eigentlich nicht noch gebacken werden? Weil es ist jetzt eigentlich im Grunde nichts anderes als, naja, ein Ziegel aus nassen Schlamm. So, ah, okay, wenn er aufgebraucht ist, dann macht er den automatisch kaputt. Okay, verstehe. Place. Hier hören von mir aus. So, bauen wir jetzt erstmal schön gemütlich zusammen. Danach braucht der Junge dringend was zu trinken wieder. Was macht denn das Ding eigentlich? Ach, das ist ein Ofen, oder? Ja, wenn es Metallworking heißt. Jetzt, das Ding steht. Das Ding steht wie eine Eins. Equip. So, Wasser schön abkochen. Macht ja auch Sinn, weil aus dem Wasser, aus dem fließenden Bach kann man nichts trinken. Er sagt ganz klar. Hatten wir nicht irgendwo Clay? Soft Clay. Ja, mit, weil wir müssen nicht komplett machen. Sculptor Soft Clay Brick. Da merkt man eigentlich, wie schwach eigentlich der Mensch heutzutage eigentlich ist. Dass er nicht in der Lage ist, irgendwie aus dem Wasser, aus dem Bach zu trinken, wo eigentlich das frische Wasser rauskommt, sondern muss ich es extra abkochen, weil sonst ähnlich krepieren wird dran. So, das ist das Falsche. Okay, ich brauche wieder Binder. Einer Tet reichen. Okay, das sind 5. So. Und wir brauchen ein bisschen Zunder. Das ist irgendwie schade eigentlich. Nothing to forge. Okay, ich kann den Stumpf auch kaputt hauen. Aber gut, das ist halt eben der Mensch. Der ist heutzutage ziemlich verweichlicht in der ganzen Hinsicht hier. Wenn du so Tiere anguckst, die Wasser aus den Pfützen raustrinken. Bei uns muss es fünffach gefiltert werden, damit wir es. Damit wir nicht krank werden. Craft Whip. Mache fertig. Jetzt haben wir wieder so einen Haufen. Na gut, das soll's. Wir haben hier einen Pile. So, dann brauche ich den hier. Nochmal 3 Stück. Und dann feuern wir den mal an. Okay, dann muss der hier rein. Wie lange braucht er jetzt? 2% hat er schon. Ja, okay. Gut, dann brauche ich was zu trinken.
Na, müssen wir vielleicht nochmal nehmen. Equip. Eintauchen. Eintauchen. Ja. Okay. Red Mud. Ja, vorher die ganze Zeit gesucht und jetzt schmeiße ich die ganze Zeit weg. So, jetzt die große Frage. Was haben wir noch? Hang on first. Ja, okay, wir müssen. Was sage ich? Ein Medium Post. Shuttle by Pulse. Which are then connected together as a drive beams. Shelter. Das brauche ich Pulse. Post. Okay, brauchen wir Medium, dafür brauche ich einen langen Stick. Long Stick, viermal. Eins, zwei, drei. Hier. So, nochmal. Es ist egal, wo ich es hinsetze. Ich setze einfach mal hier hin. Einmal. Zweimal. Ist ja für einen Unterschlupf angeblich. Und dreimal. So, nun. Place four supported beams to connected posts in a square. Okay, warte mal. Ich glaube, ich brauche noch mal ein paar Stangen. Einmal. Zwei. Drei. Alle guten Dinge sind vier, wie man alle wissen. Wer drei sagt, lügt. Vier ist die bessere. Vier ist das bessere drei. Okay. Take apart. Support Beam. Support Beam. Ach, ich brauche noch Seile. Oh Gott. Okay. Und der hier noch. Ich brauche zwei pro. Okay, er steckt die hier. Warte ganz kurz, wir brauchen 2 pro, das heißt wir brauchen insgesamt 8. Wir haben jetzt dort ein Seil. Mit denen hier wären es 4, also muss ich noch 4 Stück sammeln. Aus dem bekomme ich jeweils nur ein Seil raus. 5. 6. Ein Hasenfall in nichts drin. Warum nicht? Warum ist der Hasenfall in nichts drin? Es gab keinen Hinweis darauf. We sometimes wander into the traps on their own or get snared. You can wait for this to happen as you attempt to other tasks. You can exit. Okay, also ich kann auch theoretisch einen Hasen suchen und den dann halt in die Falle reintreiben. Ist auch eine Möglichkeit. Oder halt, ich warte halt einfach, bis er von allein reinrennt, aber irgendwie, naja. Dass er irgendwie einen Anhaltspunkt gebe. Wenn es an mir ginge, würde ich jetzt hier einfach ins Gebüsch reinsetzen. Und darauf warten, dass er einfach da reinrennt, wie so ein Hirni. Habe ich jetzt eigentlich genügend Dinger hier? 7, ja. Ich brauche Seil. Okay, ich brauche Seil. Immer noch. Das dauert jetzt einen kurzen Moment. Einen sehr kurzen Moment. So, jetzt brauche ich wieder den Support. Place. Da. Da, da und
da. Fertig. Oder auch nicht. Hä? Escape to placement. Finish controls of the beams. The possible is about the beam and the chair. Er wird durstig, hat er gesagt. Vor allem, ich habe immer noch das Wasser drin. Das auffüllen. Kurz reintun, kurz kochen. So, was mache ich falsch? Ah, okay, einfach nur bauen. Longstick. Okay, einen habe ich fertig. Ich weiß gar nicht, wieso ich hier nachfüllen muss. Wahrscheinlich, weil der Abstand zu groß war. Junge, jetzt baus halt rein. Es ist doch nicht so schwer. Stell dich nicht so dumm an. Eins, zwei. So, fertig. Mensch, was für ein schöner Shelter. Also, place stick rafters on the space between the posts. Stick rafters. Struktur, wenn dann. Stick rafters, dafür brauche ich 2 Kubikmeter. Long Sticks. Nee, 1 Quadratmeter Long Sticks und 1 Quadratmeter Seil. Hä? Oh, muss niesen. Ah, Dankeschön. Wie viel ist denn 1 Kubikmeter lange Sticks? Quadratmeter. Ja gut, Meter mal Meter mal Meter eigentlich. Meter mal Meter eigentlich, aber... Boah. Okay, ein Quadratmeter habe ich schon mal. Jetzt brauche ich nur ein Quadratmeter Seil. Meter. Seil mal Seil. Schreibt doch hin, zwar... Wie viel genau. So. Das reicht für 2 Seile, das reicht für 3 Seile, für 4 Seile. Und 4 Seile sind ja umgerechnet, Schlag auf Schlag mal, ja, 2 Quadratmeter. Alter Handwerksspruch halt eben. Zweiter Stick. Wobei, Stick ist ja richtig. Ach nee, Moment, ich muss hier erstmal in Seile umwandeln. Weil Seile ja auch in Quadratmeter berechnet werden und nicht in Längen. Bank. Okay, add inventory. Jetzt muss da eigentlich noch Material hinzugefügt werden. Ist es wirklich, weil die Fläche zu groß ist? Ich frage nur. Okay. Sehen wir uns die Folge gerade wieder überziehen. Schon wieder. Das macht nichts. Wir bauen das Ding jetzt noch fertig, das Dach hier. Weil es ja nicht mehr viel ist, sind 2, 3 von denen hier. 3 von denen hier sind 3 von denen hier. 2 von denen hier noch. So, dann brauche ich noch lange Stöckchen. 1 langes Stöckchen. Aha, 2 lange Stöckchen. Hahaha. 3 lange Stöckchen. Hahaha. 4 lange Stöckchen. Ich brauche keine Hilfe. Ich schaff das schon. Jetzt allein.
kann ja auch den hier aktivieren und dann sehe ich hier, da ist nochmal ein langer Stock. Long Sticky. Noch einer. Tja, wenn man die Stöcke vorher nicht zerbrochen hätte. Okay, was haben wir hier? 2, 8. Okay, 4 Stück fehlen noch und 3 Säule. Das Lagerfeuer hält auch nicht mehr lang. Aber gut, egal. Ich werde dann einfach das Lagerfeuer wieder auf Vordermann bringen, bis ich dann die nächste Folge starte. Okay, 2 lange Stöckchen fehlen noch. Einer. Da, 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 da. Guck mal, da liegt ein langer Stock. Guck mal, da liegt noch einer. So ein Wanderstock halt eben. Braucht man ja immer. So, Etta, bau Rinder. Das kann etwas dauern. Na gut, etwas dauern, der ist ja schon fast fertig. Guck mal, noch 2 Mal. Fertig. Ist man abgeschlossen. Mein wunderschöner Shelter hier. Da regnet es auf keinen Fall rein. Ah, okay, die machen das intelligent. Das Dach verschwindet einfach, wenn man reingeht. Also klar, bei der Sicht sieht man ja überhaupt nichts. So, das war noch ein Leadproof. Aber gut, das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge bauen wir es dann fertig. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von The Last Plague Blight. Das ist echt ein merkwürdiger Name, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, egal. Ich muss den ja nicht. Ich habe den ja nicht den Namen gegeben. So, also dann bis zur nächsten Folge. Würde mich über Liken, Kommentar und Abo freuen. Tschüss.